Bin ich wieder da. Ja, manchmal habe ich das, wenn ich Kopfhörer aufsetze, irgendwie komischerweise, dann fangen die Ohren an zu jucken und so, ne? Kennt man ja. Ist generell so, ne? Wenn man spielt und gerade was anderes macht und keine Hand zu frei hat, ne? Dann ist immer irgendwas. Irgendwas ist immer. Genau. Wollen wir nochmal zurück? Ich glaube nicht. Nein, ein Fragezeichen kann ich lassen, oder? Seid ihr mir böse? Also ich glaube nicht, dass... Aua. Ihr mir böse wärt. Hoffe ich zumindest, dass mir keiner böse ist, dass ich da nicht nochmal hingehe und was auch immer da sein soll, hole. Nämlich keine Lust. Oh ja, ihr seid da. Schön. Okay. Oh. Okay. Komm. Wir müssen bis zum Ende der Straße und dann links. So. Wenn nicht dieser blöde Effekt wäre, also wenn das mal jemand fixen könnte, das wäre echt super. Dass wenn man die Karte in die Hand nimmt, dass man manchmal... Hi Leute! Ich glaube, das könnte ich auch noch ausrauben, aber habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Wenn ihr selber spielt, dann könnt ihr gerne ausrauben. Dass man dann manchmal hier die Sicht dann so komisch hat. Das ist echt ärgerlich, wenn man nur die Hälfte von der Straße sieht. Aussteigen muss, um dann wieder einzusteigen und dann ja. Ich hoffe, ich verfahre mich jetzt gerade nicht. Wohin soll ich denn? Ich glaube hier links, ne? Ja. Hier lang? Wo war das Fragezeichen? Hier hinten? Ich glaube schon, ne? Vielleicht so dicht wie möglich ran. Nicht ganz, aber so dicht wie möglich. So. Pack hier oben. Oh, ich glaube, ich pack hier oben. So. Mal kurz die Karte raus. Oh, ich bin schon fast da. Oh, fuck, ich bin an den Fragezeichen vorbei. Okay. Und dann nochmal kurz zurück. Ich hab schon wieder Durst. Das gibt's doch nicht. Und nur noch eine halbe Stunde. Ungefähr. Hatte ich ja gesagt, bis 4 Uhr morgens wollte ich. Mir Zeit geben, um bis dann die ganzen anderen Dinge zu machen, die ich noch erledigen muss. Ja. Wäre ein bisschen blöd, für 2 Monate weg zu sein und dann die ganzen Sachen zu vergessen. Nur weil man noch zu lange an der Konsole gehangen hat, ne? Ja. So. Oh, cool. Nächstes Fragezeichen. Auch schon direkt. Sehr cool. Oh. Ach, da ist eine Dings. Oh. Ich dachte schon, die wären im Stein verschwunden. Ich meine, ich hätte es dem Spiel zugetraut, ne? Dass die einfach so despawnen im Stein, aber... Gut, da war eine Höhle. Ja. Es wird es nochmal, glaube ich, Tote geben. Hey, da ist niemand. Das
Was soll ich bloß hier? Würden die Primitiven ihren eigenen Leuten helfen? Hör mal, warum legen wir den Mistkerl nicht einfach um? Wieso sich für ein Stück Scheiße so viel Mühe geben? Wen denn? Nehmen wir am liebsten gleich alles gleich mit. Zumindest von den Bewusstlosen. Oder Toten, je nachdem. Meistens Bewusstlosen. Hä? Fuck you. Mit wem redet er? Kann ich hoch? Dann muss ich außen rum. Bitte nicht schießen. Bitte noch weiter verhandeln. Hey, die haben es gar nicht so übel hier, diese Scheiße. Ja, wir hätten die ganze Zeit am Vorturm arbeiten können. Wir haben eh zu wenig Leute. Hey. Scheiße! Ich hoffe, die haben den jetzt nicht umgebracht. Hä? Wo? Sorry, Hund. Ich bin eigentlich kein Typ Mensch, der Tiere wehtut, aber okay. Okay, hier sind zwei. Komm. Ich hoffe, der Typ, der mit der Brennfackel gestanden hat, ist nicht tot. Das hat aber ganz danach ausgesehen. Oh, ich bin so zu spät gewesen, glaube ich. Nimm das, du verdammte Ratte. Alle Mann, Rückzug! Er hatte sich da oben versteckt. Ich will den Sorry. Das war's. Ich ergebe mich. Okay. Hierhin, dann einmal hierhin. Das nehmen wir auch noch mit. So. Ich bin schon unterwegs zu dir. Boing. Ja, ich weiß. Bewusstlos wirst du trotzdem. Für mich zumindest, bitte. Wo ist denn der Typ, der da oben mit der Fackel gestanden hat? Da ist zumindest eine Leiter. Bitte lass mich tot sein. Was? Das war jetzt aber nicht ich, oder? Hast du denn mit der Fackel?
Waffen. Nehmen wir mal mit. Benutzen wir mal. Und dann gucken wir mal. Panzerglas. Das Design der Sichtgläser sorgt für mehr Widerstandskraft. Sie sind weniger zerbrechlich. Sehr, sehr nice. Okay. Okay. Gut, dann hatten wir das. Okay. Oh. Hier liegt was zu lesen. Abschiedsbrief. Du hast mich gerettet und ich danke dir dafür, aber ich bin schon so gut wie tot. Ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Denn ich habe mein Volk in den Tod geführt. Sie glaubten alle, dass wir gewinnen könnten. Ich beschloss, die Schlacht zu beginnen, nicht mehr abzuwarten. Habe ich nicht recht, aber jetzt sind alle tot. Damit habe ich verloren, nicht sie. Und es waren sie, die starben, nicht ich. Das ist meine Schuld, meine Schande. Und mit dieser Schande kann ich nicht mehr leben. Ich muss mein Volk jetzt folgen. Arsinn. War das der Typ, der hier oben stand? Sorry, Dude. Ich wäre gerne eher da gewesen. Aber gut. Wenn das deine Entscheidung ist, dann will ich da jetzt auch nicht weiter drin rumbohren. Dann ist dem halt so. Okay. Wir müssen ja schließlich alle irgendwie unsere Entscheidung fällen. Aber bitte, liebe Kinder, nicht immer Selbstmord. Das sollte die wirklich die allerletzte Lösung sein. Ne? Gut. Gut, dass wir uns unterhalten haben. Jetzt wollte ich nochmal kurz hier die Höhle, die da ist. Genau. Einmal kurz aufsetzen. Hä? Wieso ist das? Rot. Na, was hast du bewacht? Ich wollte gerade sagen, warum habe ich ein rotes Fadenkreuz? Oh, schön. Okay. Dafür hat sich doch glatt gelohnt, einen Schuss zu verballern. Das wollte ich machen. So tagsüber brauche ich das ja nicht. Ja. Okay, gut. Dann hat sich das hier erledigt. Dann haben wir das hier mitgenommen. Ich glaube, hier gibt es auch nicht mehr so viel. Ansonsten. Nö, ne? Nö. Nee, hier ist nichts mehr. Okay, gut. Dann einmal kurz, wo ist der Eingang? Ach, da. Das, hä? Das ist sehr ungünstig gebaut hier. Okay, wir müssen da nochmal hoch. Ich bin zu blöd, da hochzugehen. So. Ja, wieder den Puls in den Ohren. Da oben war nichts. Ups. So, kriegen wir gleich wieder eine Radiomitteilung. Genau, jetzt bin ich hier. Haben wir gleich wieder was vom Baron? Ich meine, wir haben hier jetzt hier wieder was auseinandergenommen, ne? Also von daher müsste er ja jetzt noch wütender sein. Also. Na. Willst du denn nicht was sagen? Hier vorne. Oh, das war nicht ich. Ah, es gibt auch so brennende Dingskugeln, Laubdinger, weil die... Oh, das ist gar nicht mein Wagen. Okay.
Ah, da hinten steht meiner. Ah, oh, guck mal. Ein Kaninchen. Oh, wie süß. Oh, zwei Häschen. Ja, ui. No. Hier ist meiner. Okay. Ey. Mich wurmt es mit dem Fragezeichen. Wo müsste ich dafür hin? Einmal den Weg hier zurück und geradeaus, ne? Lass uns das nochmal kurz machen. Nur ganz kurz. Ich weiß, es ist schon spät und so, aber... mich wurmt das jetzt gerade. Aber hier lang? Aber hier lang? So. Und jetzt einmal hier lang. Hier dürfte gleich dann die Dings sein. Also auf der Karte hier eingemarkiert wurde. Ist das das Fragezeichen? Ja. Nee. Soll hier irgendwo sein. Ja, es soll hier irgendwo sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan. Ich meine, zwei von denen habe ich ja schon tot gefahren, ne? Dann können wir auch das hier machen. Schieß noch einmal, ich schieß zurück. Schieß noch einmal und ich schieß zurück. Jetzt hinterher, oder wie? Was ist das denn für ein Idiot? Ah, das tut weh. Hi. Kumpel. Müssten hier jetzt nicht auch Leute liegen? Nur mal zu besserem Verständnis. Also Sachen, die hier schon mal definitiv... Oh, ich hab schon wieder Nasenjucken. Also Haare an der Nase, wollte ich eigentlich sagen. Also an der Nase, nicht in der Nase, ne? Surprise, surprise. Hier ist niemand mehr.
Und wenn jetzt das Fragezeichen verschwindet, dann bin ich sauer. Dann bin ich really, really sauer. Also wirklich. Mal hier noch mitnehmen. Noch voll erwischt, ne? Hier war doch gerade was zum Einhaken, ne? Irre ich mich da? Ich glaube, ich habe mich geirrt. Ich habe hier gerade was zum Einhaken gesehen, aber ist wohl nicht so. Ich habe gerade noch was gesehen, aber ich glaube, ich habe alles. Erst sehe ich was zum Einhaken, wo nichts ist. Dann sehe ich überall Bässchen, wo keine sind. Ich meine, ich habe schon eine Brille, ne? Ich will mich nicht verletzen, deswegen mache ich es aus. Aber anscheinend nicht gut. Ich wollte mich nicht verletzen und habe ausgemacht. Und was mache ich? Ich renn durch. Sehr schön. Das war doch das, ne? Das war das. Jo. Hi. Oh. Das ist eine zweite Waffe. Kann sein, dass ich gleich über dich drüber fahre. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Was haben wir hier noch? Wieder ein Feuer, wo ich mich aus Versehen verletzen könnte. Aber nichts zum Mitnehmen. Nicht zu mitnehmen. Nur ein Feuer zum Enttarnen. Sag mal, haben wir hier noch Sachen? Ich komme mir da so klein vor. Nö. Doch. Warum nicht gleich so? Okay, nichts mehr. Oh, mich umsetzen. Im Moment gleich mal wieder vernünftig hinsetzen. Sonst wird das auf Dauer wieder sehr unbequem. Und ich möchte erst hier verschwinden. Oh ja, 10 Minuten. Keine 10 Minuten, dann ist es 4 Uhr morgens. Dann sollte ich mich so langsam, aber sicher fertig machen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob mein Vater um 6 oder 7 Uhr kommt. Und dann will ich aber alles schon mal gepackt haben. Ob ich danach nochmal nach dem Packen und alles nochmal ein bisschen was aufnehme. Keine Ahnung. Aber ich möchte darauf vorbereitet sein, falls er früher kommt. Als erwartet. Nee, das war hier. Sorry. Kurze Orientierungsphase. Und dann geht's Voido. Jetzt haben wir die Fragezeichen hoffentlich alle abgekaspert. Wenn nicht, dann, ja, gut. Interessiert mich jetzt doch nicht mehr so. Brennend. Wie vorhin. Da wir ja das Versteck mitgenommen haben. So. Können wir nochmal durch die ganze Map fahren? Ich würde nochmal kurz was gucken. Ach ja, wartet doch das Banditennest. Und das Fragezeichen ein bisschen weiter zu hoch, zu tief. Ja.
Ich hab eine Ausrede, wenn ich jetzt jemanden umfahre. Ich hab nichts gesehen. Mansion, du bist an mir vorbei. Biege am rostigen Boot in den Graben ab. Ich warte dort auf dich. Ah ja. Hi. Ich komm mal ohne, ne? Bist du bereit? Moin. Ja. Wie läuft es denn bei euch so ohne Wasser? Beschissen. Während um du Gelände warst, zu sagen. Hab ich so einiges ausgespäht. Cool. Giul sagt, dass in dieser Höhle früher viele Leute gelebt haben. Mhm. Im Grunde war es eine richtige Stadt. Doch dann wurden die Geysire aktiv und sie mussten fliehen. Wie du vielleicht bereits ahnst, nähern wir uns der Quelle durch die Hintertür. Ach, auf wirklich? Geht's. Hui. Tja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gebe schon auf die eine oder andere Weise. Lass uns etwas höher klettern, um einen besseren Ausblick zu bekommen. Die Höhle rennt nicht davon. Ja. Das sehe ich genauso. Ich bin dann mal hier. Und hab dann wieder was zum Lesen. Brief an den Künstler. Nadia, dieser Baron hält uns zum Narren. Hast du das Flugblatt gesehen, das seine Laien an den Eingängen verteilt haben? Ihr nennt euch ein freies Volk, aber eure Anführer, vorgesetzten Besitzer haben euch in Höhlen gesteckt und lassen lieber Felsen auf eure Köpfe stürzen, als euch den Segen der heiligen Flamme empfangen zu lassen. Er zerfetzt die Offenbarung und glaubt, wir wären nicht klüger als zuvor. Erinnerst du dich daran, dass du mich da mal fragtest, was ein Künstler nach dem Tag des jüngsten Gerichts macht? Damals konnte ich dir nicht viel dazu sagen, aber jetzt habe ich da so eine Idee, eine Antwort auf diesen Hund malen. Ihn so bemalen, dass ihn jeder sehen kann, was war und was noch kommt. Und warum wir niemals aufgeben werden. Ihn bemalen, um die Seele singen zu lassen. Ich weiß, dass du das kannst. In ewiger Freundschaft, Asen. Ah, das ist der Typ, den wir gefunden haben. Also hier könnte ich dann definitiv eigentlich wieder zurück. Aber gut. Wir nehmen uns nun die Sachen und gehen dann weiter. Damir wartet schon auf uns. Aber vorher, einmal kurz. You can. Nein, wir nehmen hier kurz die Sachen mit. Ups. Ja. Okay. Kommen die ganzen Haare her. Und das war ein Gelenk, das geknackt hat. Und das war eins von meinen Gelenken, das geknackt hat, um genauer zu sein. Ja. Okay, dann gehe ich mal hinterher. Da oben ist er. Ich kann nicht. Du musst alleine ohne mich los. Hi, da bin ich. Wie gesagt, ich komme nicht weiter. Du musst alleine ohne mich los. So, was hast du vor? War klar. Ui. Boah, was für ein Lärm. Ja. Geh vor. Geh vor. Was ist das? Hä? Ah, Scheitern! Kleine Mäuse. Würde ich jetzt mal behaupten. Blöde Fledermäuse. gleich sympathisch. Ja, hier ist alles hinüber. Als ich aufbrach, hatte ich die Hoffnung, etwas über mein Volk herauszufinden.
Über meine Verwandten, aber... Oh, schubst du mich doch nicht. Bescheid, und es tut weh. Ruhig, ruhig. Hops. Hops. Aha, gleich beim Eingang. Super. Ich nehme mir noch ein paar Sachen mit, ne? Wenn du nichts dagegen hast. Mach dich bereit, Artyom. Lade die Taschenlampe auf, überprüf Filter und Ausrüstung. Wow. Ich habe da so ein Gefühl. Ein ungutes Gefühl. Ich auch. Ach, zum Teufel mit den Gefühlen. Tja, lass mich mal machen. So. Hui, danke schön. Hops. Komm. Oh. Das hätte auch schief gehen können. Nur um die Spinnen wegzubrennen. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Ich schon. Ui. Moment. Ja. Masken aufsetzen. Okay. Der Krieg hat die Menschen also wirklich wieder in die Kindheit zurückversetzt. Inklusive Höhlenmalereien und so. Die haben hier eine Weile durchgehalten. Ich wünschte, wir wären früher hergekommen. Tja. Immer ein bisschen Licht. Ach, verdammt, ein Einsturz. Ja. Okay. Wir haben aber Glück. Es ist noch etwas Platz. Dann geh vor. Ich komme nach. Ich weiß zwar nicht, für wen ich Licht mache, aber... Da mache ich mir jetzt keine Gedanken drum. Ich mache einfach mal Licht. Ich meine, wir sehen zwar genug, aber... Ne? Kann ja nicht schaden. Ich hoffe, euch haben die Höhlenmalereien gefallen. Menschen haben hier gelebt. Alles ist so schön ausgebaut. Viele, denke ich mal. Lass uns versuchen, daran vorbeizugehen. Ah, verdammt! Heiß! Ja. Wenn ich es halt nicht besser wüsste, ne? Eieiei. Das war jetzt aber eine Mega-Pleite. Mochte ich gar nicht sprechen.
Okay. Das wird lustig. Ja. Zusammenbleiben! Ich auch. Okay. Atom. Jetzt überqueren wir die Brücke und gehen nach rechts. Ja. Ich komm schon. Oh, Alter. Okay. Ich glaube, ich mache noch keine Dichter mehr an. Anscheinend sind wir fast draußen. Mir nach. Hast du noch was für mich? Dankeschön. Dankeschön. Ist hier noch was? Ja. Ich möchte ein paar Sachen mitnehmen, Damir. Ich hoffe, du hast nicht allzu viel dagegen. Weil ich doch nichts mehr beleuchte und anstatt dessen Sachen mitnehme. Wir können. Der Durchgang zur Quelle. Auf geht's. Okay. Plups. Ja, geh vor. Noch ein Einsturz. Ja. Möchte hier mein nicht, Filter ist fast aufgebraucht. Ja. Komm, geh weiter. Licht. Geh hier. Weiter. Hä? Tja, die Luft scheint gut zu sein. Masken runter. Tja, von hier an geht's nur noch im Schneckentempo voran. Okay. Jule sagt, dass die Einheimischen den Ölmännern aufs Wort gehorchen. Also. Ja? Versuchen wir es heimlich zu machen. Mhm. Ohne unnötiges Blutvergießen. Die Sklaven okay. sind unschuldig. Ich weiß. Da, Wasser. Mhm. Siehst du den Wagen? Ja. Ich gehe dahin und verstecke mich dahinter. Okay. Das Tor wird von diesem Turm aus angesteuert. Wenn du es öffnest. Fahr ich mit dem Wagen durch und du okay. Ja. Ja. Ich speichere mal kurz. Nö. Okay. Jetzt nochmal speichern. Weil das Gespräch will ich definitiv mitgespeichert haben. So, dann mache ich nochmal kurz eine Pause, um alles zu packen. Und vielleicht drehe ich gleich nochmal ein Ründchen. Ich bin mir nicht sicher. Naja, bis später. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, erstens läuft es immer anders. Und zweitens, als man denkt. Ich wurde nicht abgeholt. Leider. Na gut, es hieß ja auch. Ne, zur Verteidigung. Montag oder Dienstag. Ich hatte gehofft, dass das eigentlich schneller läuft, weil ich hatte schon extra alles vorbereitet, hatte auch schon die Playstation eingepackt und im Hintergrund hätten auch heute locker noch ein paar Spiele downloaden können. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ich habe noch gedacht, okay, wenn er heute Morgen nicht kommt, kommt er vielleicht heute Mittag. Niemand ist gekommen. Wir haben es jetzt mittlerweile fast wieder Abend. Dann habe ich gedacht, okay, wenn bis jetzt keiner da ist, werden die wohl heute nicht mehr kommen.
Hat sich auch keiner gemeldet schriftlich. Weder Mama noch Papa. Ja, ärgerlich. Nee, bis jetzt ist da noch nichts. Ups. Aber gut. Dann, wollen wir auch weiter aufnehmen. Würde ich dann mal sagen. Und ich habe hier angefangen aus einem gewissen Grund. Den werdet ihr auch gleich sehen. Wir sind drin. Ja. Der Tanklaster steht im Freien, wartet nur darauf, gestohlen zu werden. Damir wird sich heimlich hinters Lenkrad setzen, während ich das Tor öffne. In der Festung befinden sich viele unschuldige Sklaven, daher sollten wir einen Blutbad vermeiden. Hm. Ja. Wie gesagt, das wollte ich noch drin haben. Ups. Ja, wieder ein bisschen warten. Aber das kennen wir ja schon. Ja, wie gesagt, also das wollte ich noch, ich wiederhole mich, ne? Wollte ich noch mit drin haben, weil das halt ein anderer Text ist als vorher. Und ja. Ne, wenn man schon die Möglichkeit dazu hat, das da mit drinnen zu haben, warum sollte man das dann nicht auch ausnutzen? Jetzt warten wir nur noch bis, ja, das hier fertig geladen hat. Nicht wundern, ich bin nebenbei am Handy und gucke ein bisschen was. So zwei Augen, so eins Richtung Bildschirm, das andere Richtung anderer Bildschirm. Ein bisschen lustig. Na, ich glaube, gleich hat er zu Ende geladen. Ah ne, die Musik beginnt einfach nur wieder von vorne, der Loop. Ja, der Loop beginnt einfach nur wieder von vorne. Aber es dürfte eigentlich nicht mehr so lange dauern, weil ich habe jetzt schon eigentlich, ja, ist eigentlich schon so ein bisschen Zeit vergangen, ne? Bin mich gerade in der YouTube-App am gucken, ob ich ein paar, Kommentare lesen kann. Aber nein. Gibt keine Kommentare. Schade, schade. Also wenn ihr könnt gerne Kommentare schreiben. Ich lese mir die durch, ne? So viele habe ich noch nicht, dass das irgendwie übersichtlich wäre. Also es ist noch unübersichtlich wäre, es ist noch alles ziemlich übersichtlich, meine ich damit. Ja, so. Wenn man im Kopf irgendwo schon drei Sätze weiter ist, ne? Dann passiert sowas. Mhm. Ja, ne? Immer noch nicht? Immer noch nicht. Nebenbei kann ich noch 50.000 Dinge machen, ne? Ah, ich glaube, jetzt geht's weiter. Die Musik hat sich verändert, ja. Ah, ja. 30.000 Dinge, die man noch nebenbei machen kann. Gut, dann aber jetzt. Sorry, also normalerweise mache ich das nicht, dass ich nebenbei noch am Handy bin. Aber heute ist sowieso so ein blöder Tag. Da habe ich glatt nochmal auf Instagram und Facebook hochgeladen, dass ich Videos hochgeladen habe. Ein bisschen spät, weil die ja schon immer früher kommen. Aber ja. 10 und 12 Uhr meistens. Oh, cool. Ich
Okay. Ich warte nur, bis er sich wieder umgedreht hat. Könntest du bitte nicht in meine Richtung gucken? Dankeschön. Meine Güte, der enttarnt mich noch. Er die ganze Zeit in meine Richtung glotzt. Junge, Junge, ich befreie euch schon, aber ne? Eins nach dem anderen. Du kannst jetzt wieder runterkommen. No, oh, ich mag es, wenn Kaninchen sich gegenseitig putzen. Nimm mal so süß aus. Ne, Bubi? Jö. Yeah. Na, Frieda? Bist du geputzt? Ja, Frieda. Krümel sitzt da hinten. Oh, und der guckt jetzt auch in meine Richtung. Oh. Hi. Ich würde sagen, der geht an mich, ne? Dass das eigentlich schon ausreicht, ne? Ich meine, das sollte eigentlich ja die Leute noch, ja, mehr den Hinweis darauf geben, dass hier jemand sein könnte, ne? Wenn plötzlich alle Lichter aus sind. Na, bleibst du da oben oder kommst du hier zurück? Ah ja, komm zurück. Ich geh mal ein bisschen, so, dass er mich nicht gleich mit seinem Licht erwischt. Wenn ich hier hinterstehe, bin ich hoffentlich ja, einigermaßen verdeckt. Hey, hey, was ist das da? Hi. Sorry. Danke, dass du deine Waffe trotzdem hier hast liegen lassen. Das ist sehr, sehr nett. Häng da mal eine Runde ab. Ist kein Problem. Wenn du aufwachst, wird das auch gar kein Problem für deinen Magen sein und so. Und Höhenangst und keine Ahnung. Vielleicht hast du auch gar keine Höhenangst. Aber ich würde mich trotzdem erschrecken, wenn ich darüber so drüber hängen würde. Plötzlich, wenn ich aufwache. Also, naja. Musst du wissen, ne? Ist ja nicht meine Entscheidung. So, dann kommen wir hier die Leiter hoch. Also bis jetzt habe ich ja noch keinen Einheimischen verletzt, ne? Muss man ja sagen. Auch wenn ich kurz davor war, bei dem Deppen da unten, der die ganze Zeit zu mir rübergelinst hat. Ey, wenn ich aufgeflogen wäre, hätte ich dir voll eine über den Schädel gezogen. Oh, ich hasse das. Nachts wäre mir lieber gewesen. Mhm. Ja, ja, Meister. Arbeiten sehr gut. Am Rohrturm sind sie verdammt genervt, auf das Wasser warten zu müssen. Mercer hat bestellt, Kapitän. Und wenn der Boss es braucht, lasse ich es euch verdammt nochmal eimerweise tragen. Wenn Mercer das sagt, dann macht ihr. Keine Frage. Hast du das verstanden? Ja, ja, Uli Mercer. Alles machen. Zufrieden, sehr zufrieden. Na, dann mach dich an die Arbeit. Ich komm gucken. Garcia Kelemin Blia.
Ah, okay. Musst du? Mhm. Und Nachbarn sind auch schon wieder laut. Die beweisen mal wieder, dass sie mehr Gewicht haben, als ihnen gut tut. Oder dass sie ihr mickriges Gewicht lautstark einsetzen können. Mit Hilfe ihrer Füße. Kann ich den ausschalten, ohne dass man mich sieht? Okay, hier sollte den keiner sehen. Gut. Ich gucke mal. Sorry, dass ich so leise bin, aber ich bin gerade hoch. Konzentriert, nicht von irgendjemandem gesehen zu werden. Ich weiß nämlich gerade nicht, hier hoch soll. Ja, ja. Also hier ist ja die Rampe, aber ich muss ja erstmal zur Rampe kommen, ne? Was ist los mit dir? Das Mistkerl! Hey! Halte durch! Ich geb dir Feuerschutz! Oh. Nee, das wollte ich nicht. Wollte leise durch. Deswegen wäre es mir auch lieber gewesen, wenn Nacht gewesen wäre. Ah! Nachts kommt man hier viel, 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 viel besser durch. Wie kriege ich das hin, dass ich nachts habe? Also, dass hier nachts wird. Frieda, mach, dass es Nacht ist. Also nicht draußen, sondern in-game. Du große Frieda. Macht, dass es Nacht wird. Ihre Gottheit möchte nicht, dass es Nacht wird. Ihre Gottheit möchte, dass ich leide. Ja, auch guckt, ne, so. Ja, ja, ich will, dass du leidest. Okay. Das kommt bald. Halt endlich die Klappe. Hör auf, mich alle fünf Minuten zu nerven.
Sag das dem Baron, nicht mir. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht ungünstig unterbrochen. Ich kann nämlich nicht funken. Kann ich hier nicht einfach warten, bis Nacht wird? Das dauert, glaube ich, zu lange, ne? Ich glaube, das dauert zu lange. Nee, wegpacken.